So, nochmal einen schönen guten Morgen am zweiten Tag der besten MRMCD aller Zeiten. Ich persönlich habe ja das Problem, Wissensorganisation ist eher so schwierig. Ich habe vieles ausprobiert, diverse Wikis probiert, diverse zweifelhafte Software von OneNote und Confluence und was es alles gibt. Und seit rund 3 Jahren ist jetzt mit Obsidian was auf dem Markt, was so ein bisschen mehr das Ganze clustert. Und ich freue mich, dass Markus uns da heute erzählen wird, wie das Ganze funktioniert. Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Informationsflut, wie ich mein Chaos im Wasserglas bändige. Die Frage ist, was ist das Wasserglas, wo ist die Informationsflut? Ich glaube, wir alle kennen es aus den sozialen Netzwerken. Die nutze ich natürlich auch. Also hauptsächlich bin ich zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs. Und ich nutze da sehr viele die Community und die verschiedenen Beiträge, um mich in gewissen Themen, die mich interessieren, weiterzubilden oder auch mal selber meinen Senf abzugeben. Und da sind mir so ein paar Probleme aufgefallen. Und die Lösung dazu oder das Werkzeug dazu ist Obsidian in meinem Fall, also die Software Obsidian. Zu meinem sozialen Netzwerk, das fasse ich jetzt mal ein bisschen größer, ich habe es mal so ein bisschen mitgebracht. Natürlich, hier hatte ich gerade schon gesagt, LinkedIn, aber ich nutze auch sehr viele Newsreader, das heißt, ich abonniere Newsfeeds und lasse die in einen Reader reinlaufen und schaue mir die Informationen an. Ähnlich wie bei anderen sozialen Netzwerken kann ich mich da durch die Nachrichten scrollen und informieren. Natürlich auch Podcasts ist da sehr populär geworden, die nutze ich aber schon seit Ewigkeiten eigentlich. Damals waren es noch Audiobooks. Ist im Endeffekt ähnlich wie Newsreader, nur dass man halt auf einer Audiospur die Informationen bekommt. Da habe ich auch so ein paar Probleme für mich erkannt, die ich mit Obsidian lösen konnte. Und last but not least natürlich Videoportale. Großes Beispiel ist hier, glaube ich, tatsächlich YouTube. Bei YouTube habe ich aber nicht so große Probleme, ehrlich gesagt, wie ich das mit dem Podcast habe. Wie meine Probleme aussehen, dazu kommen wir gleich. Ich möchte mich vielleicht einfach mal kurz vorstellen. Achso, ja, Obsidian dazu. Natürlich ist das mein Tool, hatte ich ja gesagt. Wer bin ich? Markus Malewski. Ich arbeite seit ungefähr 23 Jahren im Bereich IT und Security Monitoring. Also ich habe schon immer irgendwie mit Daten zu tun. Am Anfang als Koordinator zum Beispiel im Network Operations Center war es halt so gewesen, haben wir Monitoring, Infrastruktur und Applikationsmonitoring durchgeführt. Da hatten wir eher so strukturierte Daten. Später dann in der Security als Analyst kam natürlich Open Source, Threat Intelligence, die Akteure dazu. Da hat man so mehr so unstrukturierte Daten und die musste man dann irgendwie zusammenbringen und daraus Informationen gewinnen. Und da gehörte natürlich dann auch zu zum Beispiel Twitter-Monitoring, Pastebins auslesen. Da war noch damals zu der Zeit alles viele Hacker-Kollektive unterwegs waren und denen dann auf Twitter immer schön gepostet haben, ihre Erfolge, die sie erzielt haben beim Hacken. Und auf Pastebin haben sie dann die Datenbanken, die Database-Dumps halt hochgeladen. Und da haben wir mit unserem Monitor geguckt, ob da was bei ist, was für unser Unternehmen wichtig ist. Ja, ich bin definitiv kein Hacker. Also Tom Gries hatte ja vorhin einen Vortrag gehalten aus der Sicht des Hackers. Ich bin halt jemand, derjenige auf der anderen Seite letztendlich, der dafür sorgt, dass Hacker nicht in Netzwerke Hacker in die Netzwerke reinkommen und da größeren Schäden verursachen können. Ja, ich bin auch auf LinkedIn vertreten, also wer sich da mit mir gerne vernetzen möchte, darf das machen. Ich poste da ab und zu auch Beiträge, hauptsächlich allerdings zum Thema natürlich Security Monitoring, in letzter Zeit auch verstärkt natürlich Obsidian, weil ich da tatsächlich ein Tool sehe, was mir auch bei der Arbeit sehr viel hilft. Berichte aber auch schon mal übers Traktorfahren oder auch über mein Fahrrad oder sonstige Sachen, die mich halt gerade interessieren. Ja. Kommen wir zum eigentlichen Problem, was ich habe mit den sozialen Netzwerken, also gerade auch bei LinkedIn. Und ich glaube, wir alle kennen diese Szenarien. Wir haben irgendwie mal so ein bisschen Luft im Arbeitsalltag oder während des Studiums, Leerlauf. Und was machen wir dann? Wir ziehen unser Handy raus, scrollen mal schnell durch die Timeline und schauen, was da Neues an Nachrichten sind. Das Problem, was ich da habe, ist,
Ganz einfach. Ich habe da ein Problem. Oftmals ist es so, da kommt dann irgendwann bei dem ganzen Bullshit, der damit angezeigt wird, auch mal ein interessanter Beitrag. Und den würde ich sehr, sehr gerne lesen. Aber wie es halt so ist, dann passiert das. Die Zeit läuft einfach ab. Die Pause ist vorbei, ich muss weiter. Ne? Zigarettenpause ist vorbei, die Kippe ist aufgeraucht. Im Aufzug zum Beispiel, unterwegs war, geguckt habe, muss ich das Handy wieder wegstecken. Ich habe den Beitrag nicht gelesen. Und das Problem, was ich da habe, ist ganz einfach, später finde ich diesen Beitrag meiner Timeline nicht mehr wieder, weil wieder schon so viele Nachrichten reingekommen sind, dass diese Informationsflut, die ich damit meine, dass ich ihn gar nicht mehr wiederfinde. Und LinkedIn ist da besonders schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Suche in Beiträgen, also nach Beiträgen suchen, geht gar nicht. Das hat mich immer voll genervt. Anderes Beispiel habe ich noch mitgebracht. Ein Beitrag, den ich noch gefunden habe. Ich klicke drauf, um den größer anzeigen zu lassen, also in seiner vollen Länge. Und dann denke ich so, mein Gott, das scrolle ich ja durch und der Beitrag ist so elendig lang. Und dann passiert das hier. Die Zeit ist einfach zu knapp. Der Artikel ist so lang, aber interessiert mich eigentlich. Ich packe das Handy danach trotzdem wieder weg. Und dann habe ich beim nächsten Mal, wenn ich das Handy wieder raushole und meine Timeline suche, ist der Beitrag verschwunden. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, wenn der LinkedIn kennt, ja, du kannst ja Beiträge auch einen Bookmark setzen. Das stimmt. Aber die App ist so grottenschlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieses Bookmark setzen schon versteckt ist. Und wenn man später die Bookmarks aufrufen will, ist noch komplizierter. Also das macht keinen Spaß. So, das sind meine größten Probleme, drei Probleme, die ich habe. Erstens, die Posts, die verschwinden einfach in der Flut der Nachrichten, die ich bekomme. Der zweite, Blogposts sind viel zu lang, um die dann zu lesen. Also in dem Augenblick habe ich dann nicht die Muße, diese zu lesen. Die würde ich gerne später lesen. Und da ist das Problem, weil ich meinen Podcast zum Beispiel sehr oft sehe, und das habe ich bei YouTube zum Beispiel nicht. Da sind entweder, da ist kein Transkript dabei, da sind noch nicht mal Kapitelmarken dabei, geschweige denn irgendeine Inhaltsangabe. Oftmals ist es halt so bei den Podcasts, da hat man eine kurze Beschreibung, da weiß man ungefähr, worum es geht. Und dann muss man sich den anhören. Was ich eigentlich auch ganz gerne mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder sonst wie, dann höre ich zwischendurch gerne mal einen Podcast. Bei YouTube habe ich dieses Problem nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, weil es da YouTuber sind, die da auch teilweise ihr Geld mit verdienen. Also es ist das wesentlich professioneller. Die arbeiten teilweise mit Kapitelmarken, mit Zeitmarken, so dass man in dem Video hin und her springen kann. Deswegen habe ich heute eine Lösung für mich da erarbeitet. Dazu nutze ich halt Obsidian. Bei dem ersten ist es so, ich fische mir die interessanten Beiträge raus aus meiner Timeline und speichere die zentral in Obsidian. Da geht es ziemlich schnell. Ist kein großer Aufwand, kann man auch zwischendurch schnell machen. Bei dem zweiten ist es Posts, die ich mir dann gespeichert habe, die einfach zu lang sind, die ich dann auch zu Hause vielleicht am PC nicht mehr lesen möchte, ein Abstrakt erstellen. Dazu kommt dann die künstliche Intelligenz dazu. Werden wir dann aber auch gleich sehen, wie das alles funktioniert. Ja, und bei dem Podcast, da habe ich eine Möglichkeit für mich gefunden, den Podcast dann quasi auch erstmal zu speichern in Obsidian und dann im Nachgang in Ruhe zu Hause anhören, Zeitmarken setzen und dann dementsprechend mir vielleicht eigentlich in eigene Kapitelmarken setzen und dann später halt meine Beiträge daraus zu schreiben. Gut. Für diejenigen, die Obsidian nicht kennen, wer hat schon mal Obsidian eigentlich davon gehört? Oh, fast alle. Cool. Wer arbeitet denn auch regelmäßig damit? Ah, ein bisschen weniger. Okay. Vielleicht nochmal ganz kurz als Übersicht. Was ist Obsidian? Das ist quasi ein persönliches Wiki. Ich weiß, wir haben, ich glaube, heute oder morgen noch einen Beitrag zu seinem persönlichen Wiki. Ich glaube, das wird auch nochmal ein ganz spannender Beitrag. Und Obsidian ist nicht nur ein persönliches Wiki, es ist auch ein Notizbuch letztendlich. Und ich kann damit auch meine Ideen, die ich habe, dokumentieren und weiter ausarbeiten.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, es gibt andere Dienste. Du hattest das ja vorhin schon gesagt. OneNote zum Beispiel könnte man Netzen nutzen oder Notion. OneNote Pocket und wie sie alle heißen. Das sind aber alles SaaS-Dienste, also Software as a Service, die sind in der Cloud. Und das Schlimme ist noch nicht mal, dass es in der Cloud ist. Das Schlimme, was ich finde, ist, die sind in irgendwelchen Datenbanken gespeichert, wo ich nicht wirklich Einfluss darauf habe, wie sie dort gespeichert sind und wie sie später mal wieder zurückbekomme. Bei Obsidian ist es ganz anders. In dem Augenblick, wo ich es installiere, sind prinzipiell alle meine Daten erstmal lokal auf dem Rechner. Und das Schöne ist, jede Notiz, die ich in Obsidian anlege, wird als reine Textdatei gespeichert. Das ist ein ganz großer Vorteil. Das heißt, ich brauche noch nicht mal Obsidian, um auf diese Dateien zuzugreifen, auf diese Informationen zuzugreifen. Ich kann mit jedem x-beliebigen Texteditor darauf zugreifen und dann die Daten manipulieren oder auch erweitern, also anpassen. Kann ich natürlich auch mit Skripten machen, habe ich auch schon gemacht. Mein Adressbuch habe ich da reingepflegt, ein Skript geschrieben, also CSV quasi aus dem Adressbuch exportiert, als CSV-File dann durch ein Skript gejagt, ein bestimmtes Format gegeben und dann wurde für jede Adresse eine eigene Notiz angelegt. Und so hat man innerhalb von wenigen Minuten ein paar hundert Einträge in seinem Vault, Obsidian Vault. Warum sind eigentlich so wichtig für mich, dass ich meine Daten auf meinem lokalen System habe und ich selber bestimmen kann, ob ich sie in die Cloud hochlade oder nicht? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn die Cloud nicht zur Verfügung steht, sind meine Daten nicht da. Jetzt könnte man sagen, ja, die Software kann es ja auch cachen. Aber ich hatte vorhin schon mal ganz kurz gesagt, ich schreibe auch schon mal über mein Fahrrad. Der Hersteller ist pleite gegangen. Und meine Schwester, die hat auch ein E-Bike und ihr ist Ähnliches passiert, auch von einer anderen Marke. Der Unterschied ist, obwohl bei mir die Firma pleite gegangen ist, kann ich mit meinem E-Bike weiterfahren. Bei meiner Schwester ist es so, sie weiß noch nicht genau. Also die Firma ist noch nicht ganz abgewickelt, aber sie weiß nicht, ob sie in Zukunft mit dem Fahrrad fahren kann. Der Grund ist ganz einfach. Bei mir am Fahrradlenker sind noch richtige Schalter dran, wo ich den Motor einschalten kann, die Unterstützung einschalten kann, Licht ein- und ausschalten und so einen ganzen Kram. Bei meiner Schwester ist es so, sie hat eine App und muss über die App alles steuern. Und da sollte man denken, ja, man hat das Handy ja beim Fahrrad, dann verbinden die sich irgendwie, ja, machen sie auch, aber über die Cloud. Und das ist gerade das große Problem und das ist die große Frage bei den ganzen Kunden von diesem Fahrradhersteller. Was passiert mit meinem Fahrrad in Zukunft? Was passiert mit der Cloud? Wird die abgeschaltet oder wird sie vielleicht von jemand anderem übernommen? Wer wird sie weiter betreiben, damit ich mein Fahrrad weiter fahren kann? Und bei solchen E-Bikes, da reden wir jetzt nicht von 400 Euro, da reden wir von mehreren tausend Euros. So, und wenn man das jetzt mal überträgt auf Obsidian, auf meine Daten, dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich die auch lokal speichern kann. Und ich kann sie auch in verschiedene Formate exportieren. Pandox-Plugin gibt es da, ich kann es in verschiedene Formate exportieren, wie ich gerade lustig bin. Gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, Notion und so, das sind große Player, die gehen nicht pleite. Muss man auch gar nicht. Wir sehen, bestes Beispiel einfach nur mal Twitter. Wurde von Musk gekauft, heißt jetzt X. Und was ist passiert? Einschränkungen ohne Ende, neue Geschäftsmodelle. Da will jemand Geld verdienen. So, und wenn ich das mit meinen Daten mache, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Tatsächlich, ich lade meine Daten auch zusätzlich in die Cloud, hat einen ganz einfachen Grund. Ich möchte die synchronisieren mit meinem Mobile Device. Also ich kann Obsidian auch auf meinem Smartphone installieren. Ich habe das jetzt hier auf dem Windows-System laufen, mein Smartphone ist in Android. Ich kann es auf iOS und auch auf Linux Debian installieren und dort nutzen. Jetzt muss man noch eins wissen, bevor wir mal in das Vault reingehen. Für diejenigen, die es nicht kennen, was auch nicht wissen so genau, was Markdown ist. Ich hatte gesagt, das sind Textdateien, die gespeichert werden. Und die Textdateien oder die Texte darin kann ich natürlich auch formatieren. Deswegen habe ich hier mal so ein paar Beispiele mitgebracht, die werden wir gleich auch bei mir sehen. Für Überschriften wird ein Hash davor gesetzt oder halt eine Raute mit einem Leerzeichen. Und je nachdem, welche Headergröße ich haben möchte oder welche Ebene ich haben möchte, muss ich halt die Anzahl der Hashes
erweitern. Und dann wird mir dementsprechend auf der rechten Seite hier im Lesemodus oder im Vorschau-Modus das dementsprechend dann auch formatiert angezeigt. Plain Text, klar, wenn ich ganz normal nur schreibe, wird das auch als ganz normalen Text angezeigt. Und dann hat man natürlich, wenn man etwas in Fettbuchstaben oder in Bold-Text darstellen möchte, muss man die einfach nur in zwei Sternchen packen, den Textstring, und dann hat man Bold. Das Wichtigste aber ist dabei, man kann auch einer Notiz Metadaten hinterlegen. Ich hätte jetzt fast gesagt in dem Beitrag, im Lesemodus sieht man die nicht. Das ist nicht ganz richtig, weil letzte Nacht ist die Version 1.4, glaube ich, rausgekommen. Da haben sie was geändert. Also diese Metadaten, diese Properties, diese Seitenproperties, die sieht man jetzt. Kann ich gleich mal kurz zeigen, ist aber kein Abbruch, wenn man damit, dass ich das jetzt hier so halt falsch, etwas falsch darstelle letztendlich. Auch ein wichtiger Punkt ist, also doch noch ganz kurz zu den Metadaten. Diese Metadaten kann ich innerhalb meines Vaults auch noch benutzen mit anderen Plugins. DataView ist ein ganz wichtiges zum Beispiel, mit dem kann ich in einer Art SQL-Sprache, also DataView, Query Language, kann ich diese Metadaten durchsuchen über mein ganzes Vault hinweg und kann dann dementsprechend Tabellen in Listenform, wie auch immer, die Daten anzeigen lassen und eine Übersicht bekommen, was ich überhaupt in meinem Vault alles habe. Weil dazu kommen wir gleich auch noch. Ich habe ja gesagt, das Chaos in meinem Wasserglas, und wir werden gleich sehen, wie ich einige Daten in mein Vault reinlade, und dann, da ist es aber auch alles irgendwie, sieht das total wuschig aus. Deswegen sind diese Metadaten sehr wichtig. Der nächste Punkt, der auch sehr wichtig ist, sind Tags. Man hat jetzt bei den Metadaten oben schon gesehen, da gibt es auch Tags. Ich hoffe, mein Mauszeiger sieht man so ein bisschen. Die sieht man nachher in dem Lesemodus nicht. Aber man kann auch Tags mit einem Hash davor setzen in den Text selber. Die sieht man nachher auch. Und dann, wie das hier so in der Grafik angezeigt sind, die sind so ein bisschen hinterlegt mit einer Farbe. Und dann gibt es interne Links, ist super wichtig. Interne Links erlauben es mir, Notizen miteinander zu verbinden. Nicht nur den Link anzuzeigen, sondern auch den Inhalt einzubetten. Das heißt, ich kann aus 20 Dokumenten ein einziges Dokument machen, indem ich die miteinander verlinke und mir anzeigen lasse, also einbette. Gut, das sind die wichtigsten Dinge, die man zum Markdown wissen muss. Hat jemand soweit Fragen? Oder ist das soweit klar? Gut. Halt. Das war jetzt falsch. So. Was habe ich jetzt mitgebracht? Ich habe ein paar kleinere Videos mitgebracht, weil ich nicht genau wusste, wie das mit dem Internet hier funktioniert. Video hat auch den kleinen Vorteil, ich kann zwischendurch mal kurz stoppen und noch mal ein paar Dinge erklären, weil doch, wenn die Plugins ausgeführt werden, das alles ziemlich schnell geht. Und wie man jetzt hier schon sieht, ich habe hier eine Tabelle, und die ist zum Beispiel schon ein Zusatzplugin, was ich hier nutze, nennt sich DataView. Und ich möchte mit dem ersten Problem anfangen. Ich habe gesagt, Podcast without Content Text, das heißt, mir fehlen so die Inhaltsangaben bzw. die Kapitelmarken. Wie gehe ich damit um? Gehen wir mal kurz da rein. Genau, hier habe ich noch kurz beschrieben, welche Plugins hier zum Einsatz kommen. PodNotes heißt dieses Plugin. Zusätzlich benutze ich hier noch Hotkeys, und zwar um einen Zeitstempel zu erzeugen. Werden wir gleich im Video sehen. Starten wir einmal kurz, dauert auch nicht lange. Genau, hier sieht man jetzt quasi die Plugins, die genutzt werden. Und jetzt gehe ich gleich rechts oben mit der Maus und rufe meine Podcasts auf. Das sind die ganzen Podcasts, die ich abonniert habe. Das ist quasi dieser Podcast-Player, der in diesem Plugin mit drin ist, in diesem Community-Plugin. Ich suche jetzt eine Episode raus. Und mit der rechten Maustaste sieht man jetzt, rufe ich im Menü auf, und da habe ich die Möglichkeit Create Note. Das mache ich jetzt. Und dann sieht man schon, es wird automatisch eine neue Notiz angelegt in Obsidian. Und den Inhalt dieser Notiz kann ich natürlich anpassen. Also es gibt sogenannte Templates, also Vorlagen. Und dieses Plugin bringt eine eigene Vorlage mit, die kann ich verändern, wie ich möchte. Es lädt
schon mal das Titelbild mit rein, auch die Größe kann ich bestimmen. Erzählt mir so ein bisschen was über den Podcast an sich, von wo er herkommt, wie die Episode heißt, hat eine kleine Beschreibung schon dabei, so wie sie quasi, wenn ich auf die Originalseite gehen würde, auch mir angezeigt werden würde. Jetzt habe ich den Vorteil, weil, wie ich ja gesagt habe, mir fehlen so ein bisschen die Inhaltsangaben, habe ich mir unten ein Feld gemacht mit Noten, nennt sich Notes, da kann ich Notizen eintragen. Jetzt habe ich die Steuerung, die Tastenkombination Alt-T schon gedrückt und dann sieht man halt, wie ein Zeitstempel gesetzt wird. Man sieht auch hier in dem Player, dass unten bei 9:29:16 habe ich eine Zeitmarke gesetzt. Also der lief jetzt schon eine ganze Zeit da lang und dann habe ich eine Notiz hinzugefügt. Und so kann ich immer weiterlaufen lassen. Ich spule jetzt mal vor auf 56 Minuten, drücke wieder die Taste Alt-T, setze mir einen neuen Zeitstempel. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit meinem Mobiltelefon. Das habe ich mit dem Schreiben, ist das ein bisschen schwierig immer auf dem Handy. Also ich gerade irgendwie, ich vertue mich da immer. Aber in der mobilen Anwendung habe ich tatsächlich die Möglichkeit, unten in der Taskleiste ein Icon zu setzen. Ich spiele den Podcast ab und immer wenn ich meine, oh, das war jetzt aber spannend gewesen, setze ich eine Time-Marke. Da ich das Ganze über eine Cloud synchronisiere, habe ich dann nachher zu Hause die Möglichkeit, am richtigen PC nochmal reinzuspringen und mir Notizen dazu zu machen. Für diejenigen, die es so ein bisschen kennen, die sehen schon, es ist blau hinterlegt, das heißt, hier befindet sich ein Link. Ich klicke drauf und springe automatisch zu der Zeitmarke in meinen Podcast und kann ihn dort abspielen. So, wie sieht das Ganze aus? Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Hier zum Beispiel Metriken, wer misst, misst, misst. Dazu habe ich dann auch tatsächlich mal einen Beitrag auf LinkedIn veröffentlicht, weil ich da so ein bisschen für mich mitgenommen habe. Und hier unten sieht man schon, ich habe ganz viele Zeitmarken gesetzt und überall Informationen hintergeschrieben. Das ist eine ganze Menge geworden, dann nimmt man sich ein bisschen, da muss man sich schon ein bisschen Zeit für nehmen, aber wie gesagt, da sind ja Dinge, die mich auch interessieren. Ja, das ist ein Beitrag aus meinem Informationsflut, der für mich wichtig ist. Ja, und daraus ist dann quasi so ein Beitrag hier geworden. Der sieht dann ungefähr, ja, ist ein kurzes Ding geworden. Ein paar Bullet Points, zack, kleines Bild dabei. Und dann in den Kommentaren habe ich dann noch, weil LinkedIn das nicht so gerne mag, wenn man Links setzt, die aus dem Portal wieder rausführen, hatte ich in den Kommentaren gesetzt und dann den Link zu dem Podcast und dann habe ich den für meine Zwecke genutzt, für das, was ich wollte. Genau, ich habe da noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Update verfügbar 29, das ist ein Security-Podcast vom BSI, der kommt regelmäßig raus. Ist auch für Nicht-Security-Leute sehr interessant, ist auch dementsprechend gut beschrieben, dass auch Nicht-Techniker verstehen können. Jetzt sieht man hier oben schon, es werden diese Metadaten, was ich vorhin sagte, angezeigt. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als bei mir im Screenshot. Wie gesagt, wurde letzte Nacht abgedatet, aber ich kann es halt wegklappen. Hier auch wieder, hier habe ich es ein bisschen anders gemacht, weil ich hier einen Artikel für unsere interne IT-Abteilung geschrieben habe. Ich habe hier quasi Zeitmarken gesetzt, wie so eine kleine Inhaltsangabe. Und dann so einen kleinen Teaser-Text dazu geschrieben, damit die Leute sich diesen Podcast mal anschauen. Gut, so nutze ich Obsidian für Podcasts. Obsidian kann natürlich noch mehr als einfach nur, ja, zack, reinladen, verarbeiten. In Obsidian kann ich auch Workflows definieren. Jetzt habe ich mir vorgenommen, ich kann es mal ganz kurz hier zeigen, da gehe ich jetzt zurück in meine Übersicht. Ich wollte hier eine Übersicht behalten, welche Plugin ich euch jetzt gezeigt habe. Und da habe ich mir unten so einen Button eingebaut. Und den muss ich mal nach unten eben teilen, damit man sieht, was eigentlich passiert, was man noch machen kann. Man kann Schaltflächen definieren, das ist auch wieder ein Plugin. Ich zeige euch das jetzt gerade mal in vereinfachter Form aus dem einfachen Grund, weil ich das gleich noch wesentlich intensiver nutzen werde. Wie man sieht, hier oben meine Metadaten und hier gibt es ein Statusfeld. Und ich habe im Data View in meiner Tabellenübersicht gesagt, bei dann soll mir der Status angezeigt werden aus den Metadaten. Kann man einigermaßen sehen, sonst kann ich es nochmal größer machen. Ich sehe gerade, da kneift einer so die Augen zu.
Vielleicht so? Geht das so einigermaßen? Also hier oben ist ein Statusfeld, da steht jetzt No Value drin. Und wenn ich jetzt hier unten diese Schaltfläche Finish drücke, wird hier oben ein grüner Haken gesetzt. Das ist quasi ein Emoji-Icon, habe ich dort eingefügt. Und automatisch geht DataView hin und datet meine Liste ab. So weiß ich, aha, Check, erledigt. So kann man verschiedene Schaltflächen hier nutzen. Also ich kann einmal quasi einen Text manipulieren. Ich kann mit der Schaltfläche auch noch weitere Aktionen ausführen. Also ich kann andere Plugins aufrufen, um da eine Aktion auszuführen. Dazu kommen wir jetzt auch gleich. Kommen wir zu dem Punkt Simple RSS Newsread Feeder. Hier kommen verschiedene Plugins zum Einsatz. Einmal Buttons, den hatte ich gerade schon kurz gezeigt. Dann Templater kommt zum Einsatz. Also dieses Buttons-Plugin führt im Endeffekt Templater und Read-It-Later-Plugins aus. Denn ich habe ein kleines Problem mit diesem Simple RSS-Plugin-Reader. Werden wir jetzt gleich im Video kurz sehen. Als erstes rufe ich wieder eine Liste aller meiner Newsfeeds auf, die ich mir gezogen habe. Man sieht jetzt hier sind ungefähr 93 Files drin. Hier auf der linken Seite ist diese Schaltfläche, so eine Art Recycle-Zeichen. Damit kann ich meine Newsfeeds updaten. Ich kann es in der Konfiguration natürlich auch automatisieren. Ich kann sagen, hey, mach das alle 10 Minuten. Dieser Newsfeed-Reader geht halt hin und jeden Artikel, den er runterlädt, wird in eine separate Notiz gespeichert. Also ich habe jetzt quasi 39 einzelne Notizen in meinem Vault gespeichert. So, machen wir mal ein Update. Und jetzt sehen wir hier oben schon, hier sagt er, ich habe 5 Feeds dort hinterlegt. Und hier drunter sieht man dann auch den Status mit dem Hinweis, ja, ich habe den Artikel angelegt, erfolgreich. Das sehen wir jetzt auch gleich hier in der Tabelle. In der Liste haben wir jetzt 101 Eintrag. So, und wenn ich jetzt mal da drauf klicke und mir den anzeigen lasse, diesen Artikel, und das ist das Problem, was ich mit dem Newsfeed-Reader habe, er gibt mir nur den Titel wieder und den Link zu den News. Das ist natürlich blöd. Ich will ja die Description haben, ich will den Inhalt ja haben. Der Inhalt ist mir ja wichtig. Und deshalb muss ich nochmal auf diese Buttons zurückkommen. Ich werde jetzt in dem Video zweimal hintereinander, ganz kurz hintereinander auf diese Buttons klicken. Und da passiert eine Sache. In dem ersten wird eine Funktion aus einem anderen Plugin genommen, um diesen Link, der bei mir hier in den Metadaten auch nochmal versteckt ist, genommen in die Zwischenablage kopiert. Und dann kommt ein zweites Plugin, dieses Read It Later Plugin zum Einsatz. Der nimmt wieder die URL aus der Zwischenablage, zieht sich die Webseite und schreibt mir die Beschreibung in meine Notizen rein. Ich lasse das mal laufen kurz. Da hat man jetzt leider nicht gesehen. Ja, kriege ich jetzt gerade nicht hin. Aber beim Ausführen blitzelt einmal ganz kurz oberhalb des Buttons eigentlich der Befehl auf, wo man sehen kann, dass der Link in die Ablage gespeichert wird. So, der zweite Klick erfolgt kurz danach und schwuppdiwupp hat er den kompletten Beitrag in eine Notiz geschrieben. Zusätzlich habe ich wieder meine Metadaten genutzt, den Status geändert und hier oben zusätzlich habe ich jetzt in meiner Liste eine Markierung, das habe ich erst die Tage eingebaut, dass ich auch weiß, dass ich zu dem Newsfeed mir auch einen Artikel habe ziehen lassen. Ich mache das nicht für alle, weil es interessieren mich ja nicht alle Newsfeeds. Genau. Brauchen wir da gar nicht weiter gucken. Genau, hier ist nochmal
sieht man die Properties, hier unten sieht man den Status, dieses Icon, was da eingeführt worden ist. Und dieser Button macht nichts anderes, als zwei andere Buttons, die sich im Hintergrund befinden, aufzurufen. Wenn man sich den Quelltext hier einmal so ein bisschen anschaut, steht nicht viel drin. Ich habe halt hier meine Metadaten und auch hier nur einen Link zu meinem Button, zu meiner Schaltfläche. Die Schaltfläche wird wieder in einer anderen Notiz. Ich habe eine Notiz erstellt, in der alle meine Buttons konfiguriert sind, um ein bisschen Ordnung in meinem Volt zu halten. Gut, den setze ich auch auf Finished. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt kommen wir zu Read It Later. Da kommt jetzt auch mal mein Mobiltelefon zum Einsatz. Ich habe hier mal ein Video gemacht, wie ich das denn mit meinem Handy mache, wenn ich unterwegs bin. Und da habe ich jetzt hier ein Beispiel genommen. Ich habe LinkedIn auf, scrolle einmal kurz durch meine Timeline, finde einen Artikel und dann schauen wir mal, was da passiert. So, geht es hier um diesen Heise-Artikel, IT Security, da geht es um ein Kartenauswurfgerät, also ein Kartenmischer, in dem eine Kamera eingebaut ist, der sicherstellen soll, dass die Karten ordnungsgemäß auch rausgeworfen werden, dass das nicht manipuliert ist, das Gerät. Jetzt gehe ich hier hin, den Artikel finde ich ganz gut, jetzt werde ich umgeleitet auf die Heise-Seite. Und dann sage ich, okay, das ist ein Artikel, der mich interessiert. Jetzt begehe ich hier unten quasi einfach nur auf diesen Share-Button. Und dann suche ich hier unten einfach diesen Obsidian zum Sharen, Obsidian-App aus auf meinem Mobilfunkgerät, auf meinem Handy. Und dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Und da suche ich mir jetzt diese Read It Later-Funktion raus. Und der nimmt dann quasi, übernimmt die URL und speichert dann die Daten in einer neuen Notiz ab. Und hier sieht man es dann auch. So, gehen wir da mal raus, zeige ich das halt. Genau. Den Text haben wir letztendlich hier. Ist ein nicht zu lang der Text, aber ich bin trotzdem manchmal ein bisschen faul. Ich möchte das nicht alles lesen. Da gehe ich dann ein bisschen anders vor, habe andere Möglichkeiten. Da kommen wir jetzt, wo die AI so ein bisschen mit reinspielt. Also ChatGPT spielt da jetzt eine Rolle. Zeige ich auch mal kurz. Hier nehme ich jetzt tatsächlich auch wieder den Beitrag von diesem Kartenmischer. Und ich habe ein Plugin installiert, das nennt sich Copilot. Man muss nicht unbedingt ChatGPT nehmen, man kann auch andere AI nehmen. Man kann auch lokal sein, also quasi auf einem lokalen System sich eine AI installieren. Und darauf zugreifen, das geht auch alles. Ich suche jetzt hier quasi, hat man kurz gesehen, ich habe den Text, den ich bearbeiten möchte, rausgesucht. Ich habe hier links auf diese Sprechblase gedrückt und dann geht hier rechts mein Prompt auf. Hier unten rechts, das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, da kann ich dann aussuchen, hey, nimm den Text aus der aktiven Note und analysiere den. Jetzt muss ich da noch einfragen, okay, was will ich denn überhaupt wissen? Und da schreibe ich dann letztendlich rein, erstell mir ein Summary. Das dauert jetzt einen kurzen Augenblick. Sieht man jetzt gleich auf der rechten Seite auch, was passiert. Da steht oben drin, create a summary, capturing the main points and key details. Und schwuppdiwupp hat er mir den Artikel erstellt. Jetzt ist er natürlich erstmal nur in dem Prompt. Jetzt kann ich mir eine neue Notiz erstellen lassen. Das heißt, rechts unten, kleine Schaltfläche drückt, schwuppdiwupp, hat er mir den Artikel in eine neue Notiz erstellt. Mit der Zusammenfassung. Dazu, was künstliche Intelligenz angeht, gibt es heute auch noch einen Beitrag, die Fails, die es da gibt und was man zu beachten hat, könnte vielleicht ganz interessant sein. Da werde ich heute auch nicht drauf eingehen, weil wir wissen, glaube ich, alle, das ist nicht immer so ganz okay oder nicht immer so astrein, wie so eine KI Texte analysiert. Und so habe ich quasi mir einen Summary erstellt. Das geht jetzt noch mal kurz ein bisschen weiter. Ich lösche da gerade noch oben den Teil noch raus, weil ich den nicht brauche. Und gleich werden die beiden Texte auch werden nicht gegenübergestellt, kommt erst später. Genau, so kann ich mir eine Summary zusammenstellen. Das war mein Problem Nummer zwei, was ich hatte. Riesenlange Texte, die ich sonst nicht lesen würde, die kann ich einfach so zusammenfassen. Und das sind innerhalb von ein paar Sekunden ist das eigentlich erledigt.
Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt habe ich den ganzen langen Text. Ich nehme jetzt nochmal den Originaltext aus dem Heise-Artikel. Der ist auf Deutsch und ich hätte ihn aber gerne auf Englisch, Spanisch oder sonst eine andere Sprache übersetzt. Dazu kommt dann ein anderes Plugin zum Einsatz, das nennt sich Translate. Da kann ich verschiedene Übersetzer nutzen, wie zum Beispiel Google Translator, aber auch DeepL. Und in dem Fall habe ich hier DeepL benutzt und habe einmal den ganzen Text ins Englische übersetzen lassen. Machen wir das Video noch auf groß. Ist eigentlich ganz einfach. Ich rufe den Text jetzt nochmal auf, also die Notiz auf mit dem Text. Dann muss ich einmal oben hier auf den Reiter draufspringen und ein Menü aufrufen und ganz weit unten steht dran Translate Note to New Note, New File. Und dann bekomme ich eine Frage, möchte ich das ins Deutsche oder ins Englische übersetzen? Ich habe jetzt nur Deutsch und Englisch ausgewählt, das kann man natürlich alles einstellen in der Konfiguration. Ich könnte jetzt auch Spanisch oder Italienisch oder sonst irgendwas nehmen. Und dann drücke ich da drauf. Dann dauert es einen kurzen Augenblick und schon habe ich den Text auf Englisch. Zusätzlich zum deutschen Text hat er jetzt eine neue Notiz angelegt, in der der englische Text dann zur Verfügung steht. So habe ich immer noch beide Texte übrig. Genau. Jetzt haben wir fast alle Plugins durch, wir haben noch genug Zeit. Ich werde auch gleich nochmal in mein Vault reingehen, weil jetzt habe ich da, ich hatte das am Anfang schon mal ganz kurz angedeutet, ich habe jetzt zwar die Möglichkeit, ganz viele Notizen auch automatisiert in mein Vault reinzubringen, aber die sind ja noch nicht sortiert, die sind nicht gruppiert. Was ist denn jetzt überhaupt nicht? Wikisearch müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wikisearch kann ich nur mal kurz ansprechen, ist letztendlich auch nichts anderes als ein Plugin. Kann ich aufrufen, dann bekomme ich einen kleinen Prompt, dann kann ich dort einen Namen eingeben oder das, was ich halt auf Wikipedia suche und dann gibt er mir Vorschläge und dann erstellt er daraus eine Notiz. Genau. Mein Vault, wie sieht es letztendlich aus? Das ist jetzt nur ein Test-Volt, das habe ich extra mitgebracht. Ich habe natürlich nicht mein Original-Volt genommen. Dazu hat Obsidian eine Möglichkeit, die nennt sich Graph. Und hier wird quasi mein ganzes Volt angezeigt. Was wir jetzt hier sehen, sind verschiedenfarbige Punkte und die sind auch unterschiedlich groß. Die grünen Punkte sind alles diese sogenannten Tags. Die hellgrauen sind ganz normal, oder die andersfarbigen Knotenpunkte sind meine Notizen. Ich habe die hier konfiguriert, es gibt hier Groups. Ich habe sie nach verschiedenen Verfahren sortiert. Also meine Knowledge-Artikel, die ich erstellt habe, sind alle im Grauen, alle anderen sind im normalen Verzeichnis, also im Root-Verzeichnis quasi und sind dann dunkelgrau angezeigt. So, jetzt sieht er natürlich ziemlich wirr aus und jetzt kann ich zwar auch hier draufklicken und wenn ich jetzt mir so zum Beispiel so einen Hash aussuche oder so einen Tag aussuche, zum Beispiel Technik und da draufklicke, sucht er jetzt alle Artikel raus, die diesen Hash Techniques mitführen. Und dann kann ich da draufklicken und kann mir sie anzeigen lassen. Hier ist Text, Techniques ist dann drin. Und das ist quasi nichts anderes als ein Auszug aus dem Attack Mitre Framework. Der hat was mit meiner Arbeit zu tun, ist jetzt aber nicht wirklich relevant für dieses Thema hier. Und so kann ich natürlich auch hier oben meine Suche nutzen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich habe hier auch eine von Jira Ticketsystem, wer das kennt, in der Cloud habe ich mit angebunden, dafür gibt es auch ein Plugin. Da kann ich sagen, Tickets zum Beispiel, ja, muss man auch richtig schreiben.
habe hier so ein paar Beispieltickets mal angelegt in Jira. Ach, ich trottel. So. Und jetzt sieht man, die blauen Punkte sind meine Tickets und die grünen sind die Text dazu. Und da ich an der Security arbeite, nicht nur Internetrecherchen mache zu Themen, was mein Fahrrad angeht oder wie man mit dem Traktor fährt oder wie man Western reitet oder so ein Kram, oder Obsidian natürlich schaue, welche Plugins da gibt und solche Sachen, sondern tatsächlich auch im Security-Bereich tätig bin und da auch Untersuchungen durchführe, wie ein Hackerangriff zustande gekommen ist und diese Sachen da dokumentiere, habe ich jetzt mal so ein kleines Beispiel hier mitgebracht. Und zwar zeige ich vielleicht erstmal ganz kurz mein Dashboard. Ich habe mir dazu ein Dashboard gebaut. Das sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Ich glaube, wenn wir es in dunklen Modus mal bringen, vielleicht kann man es da dann besser. Es sieht ein bisschen eindrucksvoller aus. Ich habe hier in meinem Obsidian Vault ein Reporting-System aufgebaut, ein Dashboard. Ich habe auch ein Tagebuch, was ich hier führe. Ich habe auch ein Telefonbuch. Kann ich vielleicht mal ganz kurz reingehen. Auch alles über Schaltflächen natürlich gemacht, weil ich keine Lust habe, hier immer links in meiner Dateistruktur zu suchen, wo ich jetzt was habe. Oder auch nicht immer Lust habe, in der Bookmark zu gehen. Habe ich hier angelegt. Ich kann jetzt hier drüber einen neuen Kontakt anlegen. Wenn ich das mache, kommt ein Pop-up-Fenster. Und da werde ich dann gefragt, wie ist der Vorname, Nachname und so weiter. Hat einen ganz einfachen Vorteil, wenn ich damit einmal durch bin. Ich mache jetzt einfach mal ein leeres und wechsle dann einfach mal in ein bereits erstelltes. Werden automatisch die Metadaten richtig gespeichert, weil ich die Variablen, die ich ja quasi in der Textfeld eingegeben habe, an verschiedenen Stellen in meiner Notiz wieder verwenden kann. Und das erlaubt mir dann eine einfache Struktur aufzubauen. Einmal für meine Metadaten Informationen zu hinterlegen, die ich dann mit DataView wieder nutzen kann. Aber auch hier ganz normal natürlich meine Details, Kontaktdetails anzuzeigen. Und ich habe noch die Möglichkeit, hier unten mit eingebaut, anzuzeigen, ob diese Person in einer meiner Recherchen vorgekommen ist. Das sieht dann, ich glaube, bei der Pianist ist es der Fall, die taucht bei mir in zwei Artikeln auf. Einmal in einer Task und einmal im Artikel. Das sind natürlich nur Fake-Artikel, deswegen steht auch nur Quatsch drin. Von daher aber einfach mal zu zeigen, wie sowas funktioniert. Wenn man mal in den Quelltext quasi, in den Markdown reingeht, sich das anschaut, steht da gar nicht so viel drin. Und auch hier unten ist einfach nichts anderes gemacht, als eine Data-View-Query gemacht, die nach einem Link Pianist in den Dokumenten sucht und dann dementsprechend es anzeigt. Und so kann ich das Ganze dann auch mit meinen Recherchen machen. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Ich habe noch viel mehr Möglichkeiten zu machen. Gehen wir mal in so ein Beispiel rein, ganz kurz. Ich habe hier oben wieder die Ticket-Eigenschaften. Ich habe hier einmal beschrieben, welche Taktik angewandt wurde, welche Technik angewandt wurde. DNS hat man vorhin schon kurz gehabt, also DNS drin vorkam. Ich kann es auch ausklappen, das ist dann quasi die Beschreibung, die aus dem Wikipedia kommt. Da hatte ich mir dann das Plugin für Wikipedia genommen und habe dann zu DNS mir einfach mal die Beschreibung als Notiz erstellen lassen und hier drin verlinkt. Mermaid kann ich einsetzen, um Workflows zu definieren. Also hier kann ich zumindest sagen, mein Client war kompromittiert. Der hat versucht, über HTTPS einen Command-and-Control-Server zu erreichen, hat aber nicht geklappt. Dann hat er eine DNS-Anfrage gemacht und eine DNS-Anfrage kam dann von dem EvilNet, also vom Angreifer zurück zu meinem Client. So, ich kann jetzt hier auch drüber fahren, weil ich die auch wieder verlinkt habe, kann ich mir in einer Vorschau quasi zu diesem Client, zu dem ich eine extra Notiz erstellt habe, mir die Details anzeigen lassen. Und auch die Ticketinformationen. Also bei dem weiß ich zum Beispiel, der taucht nur in diesem Ticket hier auf.
Ich habe noch ein anderes Beispiel, hier NS Evil zum Beispiel, ne, der auch nicht. Hier doch, der Command- und Control-Server, der taucht zum Beispiel in zwei Tickets auf. Also die Daten sind alle miteinander verlinkt. Das sind alles einzelne Dateien, die ich angelegt habe, die ich miteinander verlinken kann. Und wenn man jetzt einmal mal kurz hier reinschaut, hier steht ja schon eine Menge Text drin. Also wenn ich jetzt noch hier ausklappen würde, würde ja eine ganze Menge Text hier stehen. Wenn ich mir jetzt aber den Markdown-File mal anschaue, werde ich, warte, ich mache den nochmal jetzt an der Seite, spiegel ich den nochmal, dann sehen wir den auch nochmal im Original. Also ich habe hier oben meine Properties, also meine Metadaten hinterlegt. Dann mache ich hier nichts anderes, wo hier jetzt quasi in Tabellenform Informationen zum Ticket aus dem Jira-System angezeigt werden, habe ich ja einfach nur ein Query eingetragen, der das dann für mich raussucht, die Daten. Und wenn ich auch weiter hier runtergehe, die ganzen Taktik und Technik, wo ja viel Text eigentlich steht, sind alles nur Links. Aus dem einfachen Grund, weil ich diese Informationen auch für andere Reports immer wieder brauche, weil diese Angriffsfaktoren oder diese Techniken und Taktiken, die da verwendet werden, die kommen ja immer wieder vor. Und ich will die nicht immer wieder neu aufschreiben. Deswegen lege ich mir einfach mal eine Notiz dafür an, kann mir noch ein paar Text hinzufügen, damit ich weiß, worum es da eigentlich geht und habe dann später die Möglichkeit, wenn ich einen neuen Report erstelle oder auch einen Beitrag schreibe, die miteinander zu verlinken beziehungsweise die Informationen dort einzubetten. Ja, und so mache ich das halt hier, Port 53 ist auch nichts anderes, sind nur Links. Bei Mermaid sieht es ein bisschen anders aus. Mermaid ist die Geschichte mit dem Workflow hier, da gibt es auch noch anderes, Gantboard und solche Sachen kann man auch erstellen, also kann man auch sein Projektmanagement damit gestalten, mit Abhängigkeiten, zeitlichen und all so ein Kram. Ist nichts anderes als, also die Grafik, die man hier sieht, ist eigentlich nur dieser kleine Teil hier unten. Hier oben mache ich eigentlich nichts anderes, als den Knotenpunkten einen Namen geben. Und der Name entspricht, also wenn der Name genau auch dem Namen einer Notiz, einem Pfeilnamen entspricht, kann ich ihn als Link hier darstellen und mir anzeigen lassen. Und so ist das auch hier unten. Ich habe hier noch zusätzlich zu den Angreifersystemen Informationen angelegt. Das sind alles nur Links. Und die kann ich auch immer wieder in anderen Cases, wenn die da vorkommen, mir anzeigen lassen. Auch hier, wenn ich ein neues System anlege, benutze ich Templates. Kann ich mal ganz kurz vielleicht zeigen. Ich sage jetzt, habe ich sogar schon hier drin. Ich habe jetzt hier nehmen wir an, ich möchte hier Web 2 Mainnet nehme ich da einfach mal. Ich sage jetzt, habe jetzt ein weiteres System aus meinem Netzwerk, das ist betroffen, involviert. Und ich jetzt mal auf Speichern gehe, dann zeigt er mir hier an, die Datei gibt es noch gar nicht. Ist gar kein Problem, ich klicke da drauf und jetzt rufe ich meine Templates auf, das mache ich über Alt-E zum Beispiel und dann habe ich hier New Item. Ein Template, der nennt sich New Item, da klicke ich einmal drauf und da werde ich gefragt, ist das ein Indikator auf Compromise oder ist es ein Asset? In dem Fall bei mir ist es eins meiner Systeme, ist eins meiner Assets. Dann werde ich gefragt, handelt es sich bei Web 2 MyNet um eine IP-Adresse, eine MAC-Adresse und einen Hostname? Ich sage, das ist mein Mausen-Hostname. Dann kann ich sagen, es ist ein Server, ein Netzwerkdevice oder ein Mobilgerät. Sage ich, es ist ein Server und schwuppdiwupp wird mir eine Tabelle angelegt und wird mir auch sofort angezeigt, ach guck mal, der taucht im Ticket 22 bei mir auf. Und das ist einfach nur das Verlinken von Notizen. Und das ist der große Vorteil, warum ich so Obsidian eigentlich liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt könnte man sagen, ja, Confluence, Jira, kennen viele vielleicht, ist von Atlassian. Atlassian hat auch ein Wiki, Confluence, kann man ähnliche Dinge machen. Aber auch da liegen die Dinge wieder auf dem Server und ich muss ganz ehrlich sagen, den Client für Endgeräte ist auch gewöhnungsbedürftig. Also ist mir tatsächlich der Obsidian-Client lieber, den zu nutzen.
Ja, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende meiner Vorstellung. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Wenn, vielleicht haben wir noch eine kurz für eine Fragezeit. Also vielen Dank erstmal für die Einblicke. Ich sehe jetzt eine Hand oben und würde vorschlagen, die Frage nehmen wir gerade noch mit. Jo. Ansonsten alle weiteren Fragen dann im direkten Gespräch. Genau so ist es. Danke dir für den schönen Talk. Ganz viele schöne Plugins gelernt. Jetzt mal hypothetisch, ich wäre auf so einem Chaos-Event und würde da irgendwie so ganz viele Talks mir anhören und immer Notizen machen. Wie würdest du das organisieren in Obsidian, damit du es auch in 10 Jahren noch wiederfindest? Ich arbeite mit Zeitstempeln. Ich würde natürlich Metadaten benutzen, Hash-Informationen, also Tags hinzufügen. Bei Twitter kennt man ja, da sagt man immer Hashtags, die sehen ja hier ähnlich aus, diese Tags würde ich hinzufügen, die markant sind. Und man kann auch hier anzeigen lassen, wann diese Notiz angelegt wurde. Also auch zeitlich kann ich wieder suchen und sagen, okay, das war ungefähr in dem Zeitraum gewesen, schaue ich mal, welche Daten habe ich denn da? Ich habe auch sogenannte MOCs, habe ich mir angelegt, also Table of Content kennt jeder, Inhaltseingabe von einem Dokument. Maps, das hat sich so etabliert. MOCs sind quasi Inhaltsverzeichnisse über alle meine Dateien in einem Vault. Und zum Beispiel habe ich hier, ich gucke auch mal, gerade hier doch File Created, kann ich mir anzeigen, oh, wenn ich jetzt längere Zeit nicht in meinen Vault reingeschaut habe, kann ich dann sehen, ah ja, welche habe ich denn letztens angelegt? Und dementsprechend kann ich das auch mit der Modifizierungs-, also Modified Time kann ich da machen. Also kann ich auch suchen. Ich habe wesentlich mehr Möglichkeiten hier zu suchen, als die ich jetzt gezeigt habe. Ich kann Operatoren und oder logische Verknüpfungen machen und mir Dinge anzeigen lassen. Gut, vielen Dank. Ja.